Herzlich willkommen zu Let's Play Mario's Search for the Orb of the Kings. Langer Name. Wie man auf sowas kommt, keine Ahnung. Ja, diesen Super Mario Hack werde ich spielen. Bis zum Exzess. Ich werde ausrasten. Nein, natürlich nicht. Ich werde in einer bestimmten sozialen Ebene bleiben. Und, naja, gut. Fangen wir an mit diesem schönen, tollen Hack. Den ich schon bis zum dritten Level, glaube ich, angespielt habe. Oh, es fängt so schön einfach an. Nicht, dass es später schwieriger wird, aber... Naja. Einfach wird's... Oh mein Gott. Einfach wird's auch nicht. Ach, was mache ich denn? Mensch. Dann sowas kommt, wenn man das Spiel... Oh, das Spiel... So. Sowas kommt, wenn man das Spiel anspielt. 3 Tage lang nicht mehr gespielt. Und es dann Let's Playen will. Komm blöd. Ja, ich bin mit Safe State, wie man sieht. Aber ich glaube, es tut jeder. Oh, 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 recht schön. Blume, Blume. Ja, Blume. Oh. One up. Schade. Das war eng. Ah, genau so wollte ich das. Schick, schick. Oh, das war blöd. So, hier auch, ja. So mach ich eigentlich hier ein Safe State, dann brauche ich nicht so weit laufen, falls ich verkacke. Find 10 coins to get a cape. You need it to fly over the big hole. Ja, 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 passt. Auf Deutsch, für die Leute, die kein Englisch können. Ich übersetze, sammle 10 Münzen, um ein Cape zu erhalten, um über das riesige Loch, was dich erwartet, rüber zu fliegen. Na, ich glaube, so frei kann man das übersetzen. Angenehm, leicht. So wünsche ich mir den Mario weg. So. Ah. Ich brauche das Sprungbrett hier jetzt gleich noch. Und das jetzt nochmal mitgenommen habe hier. Jump, jump. Jump, jump. Jump, jump. Ich weiß, man könnte auch auf der Blume einen Spin-Jump machen. Mach ich nicht. Ach, weißt du, ist mir jetzt auch total egal. Gleich hier mein Cape. Okay, jetzt brauchte ich den Sprung wegen gar nicht, aber egal. So, an dieser Stelle bin ich am Anfang, als ich das angefangen habe, wusste ich nicht, dass das hier geht mit diesem so Langfliegen. Ich bin hier so gescheitert. Ich glaube nicht, wie schlimm das war. Naja. Es gibt keine Cutscenes, dass man irgendwie warten muss und irgendwelche Videos einem die Zeit rauben. Sehr schön. Die Musik hier wirklich ist wirklich awesome. Echt. Oh, perfekt gesprungen. Oh, schön. Ja, der war auch. Oh, Disco-Shell, Disco-Shell. Och, nee. Ach. Lass mich doch mal durch.
Nein! Ja! Oh, oh, leck, leck, leck! Puh! Okay, es geht gut voran. Och, das kenne ich auch noch, diese Stelle. Ist nicht schwer, aber eine Menge Arbeit, sagen wir so. Darf man nicht berühren? Was ist das denn? Naja, soll es vielleicht noch ein wenig schwieriger machen. Oh, gerade raus gerettet. Sollte es eigentlich da rausretten? Ah, das geht vielleicht. Ich werde mal schauen, dass ich diesen Mario-Hack vielleicht sogar jetzt an einem Tag jetzt so durchspiele. Ich muss nur noch hochladen und muss mich nicht so viel Gedanken machen, dass ich auch das jetzt noch Let's Playe als Nebenprojekt, denn ich habe gemerkt, wenn man zu viele Nebenprojekte hat, dann wird das doch ganz schön heikel. Ich werde nicht in die Röhre gehen, ich werde sofort hier... weiter. So viel dazu, dass ich keine Yoshi-Münze einsammle. Mario forgot the orb. The volcano is erupting. Escape from here. Hurry up. So, was soll ich hier machen? Gut, geh ich mal hoch. Lol, geht nicht. Habe ich mir am Anfang auch gedacht. Aber, Hammer, wie kann man sowas einbauen? Ich meine, ist das nicht cool? Also ich finde das cool.
lustiger darüber denkt, aber... Lol. Die Shell hat mich doch getroffen, oder? Habt ihr es auch gesehen? Ja, die hat mich doch irgendwo getroffen. So. Oh, immer dieses... Och. Ah, da kann ich nicht rausrennen. So. Genau an dieser Stelle hier, bei dieser Fragezeichen, bei diesem Pilz, macht ihr einen Schnitt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.